In diesem Tutorial geht es um das Bearbeiten von Texten und Bildern in Ihrem Unterkunftseintrag. Zunächst klicken Sie oben rechts auf den Login-Button und geben danach Ihre Zugangsdaten ein. Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die Übersichtsseite Ihres User-Profils. Um zu dem Unterkunftseintrag zu gelangen, den Sie bearbeiten möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Klicken Sie oben rechts auf das Profilbild und wählen im Dropdown-Menü Meine Einträge aus. Dann kommen Sie auf die Übersichtsseite Ihrer Einträge und können den gewünschten Eintrag auswählen, indem Sie den Namen der Unterkunft anklicken. Alternativ können Sie den Namen der Unterkunft in die Suchmaske oben auf der Seite eingeben und so den Eintrag finden. Sind Sie auf der Seite Ihrer Unterkunft angelangt, können Sie den Eintrag bearbeiten, indem Sie auf den Button unten rechts klicken. Dann öffnet sich eine Fußleiste, in der Sie auf Bilder und Texte bearbeiten klicken. Sollte Sie die untere Leiste beim Bearbeiten stören, können Sie diese durch einen Klick auf das X ausblenden lassen. Nun können Sie auf der Seite Bilder hinzufügen oder löschen. Löschen funktioniert, indem Sie auf das orange hinterlegte Mülleimer-Symbol klicken. Bilder hinzufügen können Sie durch das orangefarbene Symbol mit dem Plus. Daneben können Sie Texte bearbeiten. Hierzu einfach in das jeweilige Textfeld klicken und bearbeiten. Rechts gibt es zudem die Möglichkeit, die Preise anzupassen und verschiedene Ausstattungsmerkmale auszuwählen. Diese können Sie durch die Häkchen an- und abwählen. Zudem finden Sie in der rechten Spalte einen Belegungskalender. Durch Setzen des Häkchens können Sie den Kalender anzeigen oder ausblenden lassen und mit Klick auf die Datumsangaben den Belegungsstatus angeben. Neben dem allgemeinen Text zur Unterkunft haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Kategorien wie Zimmer, kulinarisches Angebot oder Freizeitangebot näher zu beschreiben. Ganz unten befindet sich das Kontaktfeld mit Ihren Adressdaten sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie können alle Änderungen speichern, indem Sie unten in der Fußleiste auf den Speichern-Button klicken. Falls Sie noch weitere Änderungen vornehmen wollen, gelangen Sie natürlich jederzeit über den Bearbeiten-Button zurück in den Bearbeiten-Modus.